Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus Wallenhorst. Wallenhorst liegt in der Nähe von Osnabrück. Was machen wir in Wallenhorst? Die erste Community Electric Devils Tour sozusagen. Das heißt, mit euch, mit Zuschauern zusammen machen wir heute die erste Electric Devils Tour. Und mal ganz kurz, wenn ich weiß, was Electric Devils sind. Vor einem halben Jahr, glaube ich, habe ich ein Video gemacht, wo ich mein E-Bike an einer Elektrofahrzeug oder Autoladesäule geladen habe. Das hat nicht jeden erfreut. Und da gab es halt einen netten Kommentar, der hat geschrieben, immer diese E-Bike-Rocker. Das Thema haben wir aufgegriffen auf meinem Live-Kanal, in einem Livestream. Und der Thorsten hier aus Wallenhorst, der hatte die tolle Idee, nennt das doch hier Electric Devils, die E-Bike-Rocker sozusagen. Ja, und das ist daraus jetzt rausgekommen. Mittlerweile sind wir 35 Leute bei uns in der Electric Devils Facebook-Gruppe. Und der Haufen Teufelchen hier, E-Bike-Verrückter, hat sich auf den Weg gemacht, jetzt hier, so wie wir auch, nach Wallenhorst, halt zum Thorsten, zum Namensgeber. Thorsten hat auch einen eigenen Kanal, blende ich alles unten in die Videobeschreibung ein. Hätte ich was gesagt, schreibe ich in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne gucken und dann, wer noch nicht hat, natürlich auch gerne abonnieren, die Kanäle von den anderen, die hier auch selber YouTube-Videos machen. Jedenfalls, der Thorsten hatte die Idee und darum hat der Thorsten damals auch das erste Electric Devils Shirt bekommen, mit dem Electric Devils Logo und veranstaltet jetzt sozusagen, hätte ich fast gesagt, das jetzt nicht, aber der hat die Strecke ausgesucht jetzt hier bei sich in seiner Heimat Wallenhorst, Tecklenburger Land hier, Osnabrücker Land. Und da schauen wir mal, was wir heute hier erleben. 60 Kilometer werden das werden. Und was mich ganz besonders interessiert, das wird jetzt für mich jetzt kein normales Radfahrvideo oder für euch zum Gucken jetzt, wo ich euch die Gegend zeige, das auch, soweit das geht. Aber wie sind die anderen hier unterwegs? Was für Räder haben die? Was für Taschen? Was nimmt man alles so mit auf der 60 Kilometer Tour? Und jetzt will ich auch nicht länger sabbeln. Das habe ich schon eine halbe Stunde gleich hier voll von dem Video. Also auf geht's. Ja, liebe Leute, und hier, das ist der Thorsten, der ist praktisch schuld, dass wir jetzt hier sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Der hat sich ja den Namen einfallen lassen, Electric Devils, und danke schon, dass du die Strecke geplant hast. Ja, hier, kein Problem. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe dich ja gar nicht, doch, ich habe dich gefragt. Habe dich gefragt, ist das für dich okay, dass wir hier hinkommen und habe dann nicht abgewartet, dass du Nein sagst und dann schon veröffentlicht, dass wir jetzt heute hier unterwegs sind. Und dann kannst du ja, wir fahren einfach hinterher, wenn du wegfährst. Ja, klar. Kannst du nichts dran machen. Ich habe doch alle die Tour geladen oder was, ne? Glaube ich, ja. Und genau, wir haben die ja schon bei Komoot praktisch uns aufs Handy gepackt oder aufs Navigationsgerät, was auch immer. Und wir gucken mal, wer noch da ist, wen wir kennen können. Der Harry vom Kanal Harry Radelt. Moin Harry. Moin. Und ich bin ja hier, ich wollte das Shirt zeigen hier. Auch tippitoppi, ne? Electric Devils Hoodie. Gestern extra noch kommen lassen. Geklöppelt wollte ich gerade sagen, ja. Aber hast du nicht selbst geklöppelt. Aber ne, falls es dann warm wird, wenn dann auch richtig. Das ist aber jetzt die Unterwäsche. Ups. Habe ich verpixelt, Leute, darum war es verpixelt. Ne, wenn so. Ja. Guck mal, alles klar. Ne? Nur die Unterhose gibt es noch nicht von. Achso, der muss ja das Programm aufnehmen. Tippitoppi, würde ich mal sagen. Ne? Und Harry ist hier mit seinem Bike dabei und wieder maximal ausgestattet an Kameratechnik hier vorne und Navigation, Radar. Ja, liebe Leute, hier stelle ich euch den Lutz vor. Der Lutz hat sich heute Morgen schon ganz früh, was hast du gesagt, wie spät? Halb vier aufgestanden. Halb vier. Fünf Lutz aus Hamburg auf den Weg gemacht, mit dem Zug, denke ich da mal. Ja. Oder mit dem Zug, tippitoppi. Finde ich super, ja. Was Leute da für Strapazen auf sich nehmen, um hier mitzufahren bei den Electric Devils. Und im Hintergrund schreit der Peter, der ist immer so laut, müsst ihr euch nicht wundern, der arbeitet auf dem Lager. Da muss man wahrscheinlich so laut reden. Und Electric Devils Shirts hat er an, tippitoppi. Und hier zwei Packtaschen voll, wahrscheinlich das meiste ja Essen, was man dabei hat. Zwei Packtaschen oder Regensachen. Ne? Regensachen habe ich ja mal bewusst zu Hause gelassen, beziehungsweise die Jacke ist auch wasserabweisend. Schauen wir mal, ne? Ob ich die heute brauchen. Ich hoffe nicht. Sieht ganz gut aus. Und du hast, muss ja mal gucken, hier Shimano. Ich fahre mit meinem Bosch-Motor ja und das finde ich ja ganz interessant, hier die ganzen verschiedenen Räder, ob wir da alles so zu sehen bekommen. Das ist ja die RS, die habe ich mir gekauft, weil diese Kamera mit der normalen 4K-Linse ist mir letztens vom Lenker weggeflogen und über den Asphalt geschubbert. Und da war der ganze Rahmen verkratzt und die Linse. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Lässt du reparieren? Und dann hat Insta gesagt, ja, kostet $100. Und da habe ich gesagt, nee, da kaufe ich mir lieber eine zweite Kamera. Und da habe ich jetzt eine ständig als 360 Grad und eine ständig als 4K. Ja, liebe Leute, das ist für mich total interessant, weil ich habe auch eine neue Kamera, mit der ich jetzt hier filme. Also die hier, wo ich jetzt reinzeige, ist die GoPro Hero 11. Nagelneu, 2 Tage alt bei mir jetzt. Und ich hatte vorher auch überlegt, mir eine Insta zu holen. Ja. Aber so wie ich mit Kameras umgehe, habe ich das gelassen, weil hier ist die Linse ein bisschen erhaben. Und die Gelehrten sagen, man muss ein bisschen aufpassen damit, wo man die so hinschmeißt oder runterschmeißt, weil die natürlich dafür dann... Dafür gibt es extra Schutz für. Aber ich kenne mich ja und darum habe ich dann wieder die GoPro bevorzugt.
dass ich das nicht schon schrotte, bevor ich es ausgepackt habe. Genau. Ich bin ja so einer. Ich habe mir neulich auch nur mal so nebenbei eine Speicherkarte gekauft, eine neue. Und dann war ich so ungeduldig beim Aufreißen mit der Schere lang, habe die Speicherkarte kaputt geschnitten. Ne? Oh, neu. Ja. So ist das. Nächste nix. Ich wollte es eigentlich in einem relativ klassischen. Guck mal, das ist selbst elektrifiziert. Da hat ein normales Trekkingrad hier aufgerüstet. Hinten schön die Rohloff Speed Hub. Tippitoppi Schaltung. Und besser gesagt, das gibt es ja fast gar nicht. Und hat sich dann hier den Frontmotor nachgerüstet. Guck mal, dir gehört das Rad, ne? Ja. Tippitoppi, sehe ich gerade selbst nachgerüstet. Ja, das habe ich, richtig. Du bist der... Ich bin der Rainer. Hallo. Der Rainer, Entschuldigung. Hast du mir gerade schon mal gesagt, aber ja, mit den Namen müssen wir verzeihen. Muss aber alle ein bisschen alles sortieren jetzt Thema. Hier. Heute kein Morgen. Das finde ich ja total interessant hier. Selbst nachgerüsteten Frontmotor. Und funktioniert auch, ne? Ich hoffe ja. Hast gestern erst zusammengebaut? Nein, gestern nicht, aber letzte Woche. Von daher, ich habe bis jetzt noch wenige Kilometer Erfahrung. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf einen Bausatz zurückgegriffen, der also schon seit langen Jahren am Markt ist. Also das ist bewährte Technik. Und es ist noch nicht der finale Stand. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden, aber es funktioniert und bisher bin ich gut zufrieden. Ja. Siehst du, das finde ich auch eine ganz interessante Sache, wenn man mal guckt, was so ein E-Bike fertig halt kostet. Ne, wenn ich mal gucke, meins kostet jetzt, es hat 3.500 gekostet vor gut einem Jahr, das kostet jetzt knapp 4 mittlerweile, das Nachfolgemodell. Und wenn man dann guckt, ich sag mal, ein normales Trekkingrad in einer vernünftig hochwertigen Ausführung kriegt man dafür Anführungsstrichen schon gut 1000 Euro, wenn man das so will. Und so ein Nachrüstsatz oder auch diese Barfanggeschichten. Ich weiß nicht, welche Marke ist das jetzt, der Frontmotor? Das ist jetzt von der Firma EBS aus Heidelberg. Ja. Den genauen Motornamen kann ich dir nicht sagen. Aber das ist der Dreimal-Bausatz. Ich sag mal so, Bausätze kriegst du auch fertig komplett irgendwo, ich sag mal, ab 500, 600 Euro, wenn du was Vernünftiges haben willst, mit einem guten Controller, mit Temperatursteuerung vom Motor, bist du so bei 1000, 1200 Euro. Ja, aber interessant, ne? Deutscher Hersteller, das heißt, wenn man da was mit hat, dann kriegt man auch mal das Ganze repariert oder kann eine Frage stellen. Das ist immer so eine Sache, ne? Das habe ich ja schon mal beim E-Bike-Video, ein Jahr Erfahrung mit dem Billig-E-Bike, gesagt, was ist denn, wenn man was hat? Ne? Da hat mir auch jemand geschrieben, es gibt auch eine Niederlassung für Barfangmotoren. Aber ich bin auch so. Ich fühle mich dann wohler, wenn ich irgendwie Sachen habe, wo ich weiß, wo ich damit hin kann, wenn was ist. Ne? Von daher finde ich ganz spannend. Gerade beim Bauherr ist es ja auch letztendlich so, es tauchen ja immer Fragen auf. Ne? Wenn man das noch nicht gemacht hat, wenn man das erste Mal macht oder so, dann sind ja immer Fragen dabei, dass man sagt, oh Mensch, wie mache ich dies jetzt, das jetzt? Und wenn man dann auf einen sehr, sehr guten Telefonsupport, teilweise sogar Videosupport zugreifen kann, bei einem deutschen, ich sag mal, Importeur oder Vertrieb, dann ist das schon viel wert. Ne? Ja, schön. Ja, liebe Leute, jetzt stelle ich euch den André vor. Der André kommt aus dem Raum Kassel, glaube ich, ne? Felmer ist bei Kassel, aber grob für mich jetzt hier als Westmünsterländer, hätte ich fast gesagt, aber das, wo es ganz schön weit weg ist, dass ich grob einschätzen kann, wo das ungefähr ist. Und du bist schon gestern angereist, ne? Du hast so richtig Mühen auf dich genommen hier mit Hotel und heute nochmal Hotel. Genau. Super. Und bist zufrieden da hier in Wallenhorst? Total schön, das Hotel. Wunderbar. Und du hast gesehen, habe ich gesehen hier das Giant mit dem Yamaha-Motor. Ich glaube, Harry hat ja auch einen Giant. Du bist damit zufrieden? Jo. Habe ich jetzt über 4 Jahre schon? Ja, das sieht man gar nicht. Also gut gepflegt, seit 4 Jahren unterwegs. Oder fährst du so wenig? Dann kannst du ja noch so gut aussehen. Ne? Dieses Jahr bin ich wenig gefahren. Ja. Da sieht man wirklich, wie schlecht ich mein Fahrrad pflege. Ich sage euch das gleich mal. Wenn ich mir das hier angucke, 4 Jahre, meins ist gut 1 Jahr alt. Gut, aber ich war ja auch neulich im schwierigen Gelände unterwegs. Und ich kriege das heute nicht wieder runter, auch nicht von der Fahrradtaschen. Und ich sehe, du filmst auch. Das heißt, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen angefangen oder für dich selber jetzt. Ja gut, was hat Anfänger? Einfach, man macht das ja, hat ja schöne Erinnerungen. Ja, okay. Das ist ja bei mir auch mal angefangen. Einfach Erinnerungen von der Radtour zu haben. Schauen wir mal. Ich brauche noch ein paar Spielzeuge. Und wie gesagt, ich finde das ganz interessant hier, was die anderen Leute hier dabei sind, was die eingepackt haben. Tippitoppi. Ja, liebe Leute, jetzt stelle ich euch hier den Erik vor. Und beim Erik ist mir klar der Erik aufgefallen, aber auch Eriks Fahrrad. Das hat nämlich einen Namen. Und da stehe ich ja drauf. Mein Fahrradanhänger heißt ja Kalle und sein Rad hier heißt Rudi. Dann fragen wir gleich mal, warum das Rudi heißt. Und vorne, das wird meine Tochter Maya bestimmt freuen, ist der Willi. Ist der Willi, ja. Aber meine Tochter heißt ja Maya, dann freut sie sich bestimmt, den Willi zu sehen. Und warum hat dein Fahrrad den Namen Rudi? Erklärst du uns das oder einfach nur einfach, so? Einfach nur. Hat Namen gebracht. Aber du bist auch so jemand wie ich, der solchen Dingen auch Namen gibt und haben auch eine Beziehung dazu. Wenn ich alleine unterwegs bin, brauche ich ja jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Ja. Ne? Der braucht dann einen Namen. Ja, ne? das kenne ich von meinem Kalle ja auch. Ja. Mein Rad hat allerdings gar keinen Namen. Da muss man was einfallen lassen. Ja. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Wenn Dinge Namen haben, dann pflicht man die vielleicht auch anders. Das muss ich mir mal überlegen, ne? Ob ich mir noch einen
Oder habt ihr eine gute Idee, wie ich meinen Rad nennen könnte? Dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Wäre mal ganz spannend. Ne? Aber hier der Rudi, ein Fulli sozusagen. Vollgefedertes E-Bike. Und du fährst wahrscheinlich auch nicht Gelände, sondern weil es bequem ist. Auch Gelände, ach okay. Ja, die Bereifung ist ja auch definitiv geländetauglich. Und das ist also der Rudi vom Erik. So, da freue ich mich jetzt mal, euch den netten jungen Mann jetzt hier rechts neben mir vorzustellen. Wir kennen uns persönlich noch gar nicht. Der ups, Kamera hoch. Mach mal hier, dass man mich auch in der vollen Schönheit sieht. Der Markus vom Kanal Jockey 2. Und ja, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Die Dorf freut mich auch sehr, ja. Und eventuell auch mal aussprechen können, weil da liegen noch ein paar Kleinigkeiten in der Luft. Ne? Alles klar. Ja, liebe Leute, noch mal eben schnell, bevor es gleich losgeht, die Räder angucken, die beiden Nachzügler jetzt hier mitgebracht haben. Und der Markus, der hat auch Riso und Müller mit Riemenantrieb. Interessant, gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an. Und der Felix hier mit seinem Gazelle, aber auch Riemenantrieb. Das scheint sich doch immer weiter zu verbreiten jetzt hier. Jetzt schon drei gesehen, die mit Riemen unterwegs sind. Spannende Sache. Hatte ich ja auch schon mal in meinem Livestream als Thema. Man braucht ja halt ein bisschen mehr Energie aus dem Akku, oder man ohne Akku fährt aus den Beinen, wenn man mit Riemen fährt, weil der einfach einen höheren Grundwiderstand leistet. Wehrt sich ein bisschen mehr als die Kette. So, der Jockey hat hier die neue Insta X3 Kamera. Das wird auch eine ganz spannende Geschichte, glaube ich, für euch als Zuschauer, die ganzen verschiedenen Videos, die es von der Tour gibt. Manche schreiben ja in die Kommentare, warum schmeißt ihr eure Daten nicht einfach zusammen und macht eins davon? Nein. Für mich ist das so, wenn ich dann eine Tour, dieselbe Tour, an der ich Teilnehmer bin, von anderen Leuten sehe, denke ich mir, das ist eine andere Veranstaltung. Weil ich sehe es ja aus einem ganz anderen Blickwinkel dann, ne? Nicht aus meinen Augen. Das finde ich total spannend. Also je mehr Videos es gibt davon, finde ich Abwechslung. Darum machen wir das auch. Ja, liebe Leute, es ist mittlerweile 11 Uhr, wir sind jetzt hier losgekommen, 10 Uhr wollten wir eigentlich losfahren, aber so ist das, ne? Immer nett unterhalten und alle ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, ich kann mir die Namen auch alle merken. Und was auch interessant ist, wenn man die Gruppengröße jetzt mal anguckt hier, nach hinten und nach vorne sind 15 Personen, wenn ich richtig gezählt habe. Ich zähle der Sicherheitshalber nochmal durch. Und ja. Ich freue mich, ich kriege das Grinsen schon kaum aus dem Gesicht, was doch so ein böser Kommentar von euch alles anrichten kann. Ja, das fängt schon ganz interessant an hier im Wald heute Morgen bei Wallenhorst. Und macht mir schon richtig Spaß. Ich muss ja auch keine Strecke irgendwie verfolgen. Er muss einfach hinterher radeln. Ist ja so ähnlich wie letzte Woche im Mammutmarsch laufen. Hallo mit dem Fahrrad. Und wenn ihr auch Electric Devil sein wollt, das kostet ja nichts. Ne? Das ist ja einfach nur, ich finde, so ein Gefühl halt. Ne? So ein E-Bike-Rocker zu sein. Und dann packe ich euch den Link hier unter die Videobeschreibung von unserer Facebook-Gruppe. Und da muss man auch nicht drin sein, um eine Tour mit uns zu fahren. Aber da gibt es halt die Informationen. Ne? Also woanders kriegt ihr die halt nicht her. Wenn ihr also da am Laufenden bleiben wollt und auch die anderen ein bisschen kennenlernen wollt. Bei den meisten, die heute hier sind, habe ich auch schon das Gefühl, ich kenne die ein bisschen, weil jeder sich ein bisschen da auch vorgestellt hat in der Facebook-Gruppe. Dass man schon mal weiß, wo kommen die Leute her, was machen die so mit dem Rad gerne für Unternehmungen oder haben die auch selbst einen YouTube-Kanal. Von daher ist das ganz klasse, finde ich, so eine Gemeinschaft, so eine Community zu haben, wo sie alle dann auch ein bisschen kennen, auch wenn man eigentlich jetzt nur so wie mich jetzt hier, guckt mein Video von YouTube kennt, aber ich eigentlich ja als YouTube-Creator, wie es so schön heißt, ja die Zuschauer eigentlich nicht kenne. Also für mich ist das wirklich eine tolle Sache und mit die tollste Sache überhaupt jetzt hier YouTube zu machen, dass man Leute persönlich kennenlernen kann halt, ne? Und dann ganz, ganz neue Dinge sich auftun, wie solche Touren jetzt hier. Kilometer 4 mittlerweile hier, liebe Leute. Und das erste Sightseeing-Highlight,
die Hollager Schleuse. Und ich habe gerade noch mal durchgezählt, sind wirklich 15 Personen dabei. Und das sind 50 Devils, 15 Teufelchen. Und das freut mich natürlich. Ich bin ganz, ganz begeistert hier bei unserer ersten Community Tour. Habe ich, glaube ich, schon 7 Mal erwähnt. Will mich ja nicht wiederholen. Ich höre jetzt auf damit. Ja, noch mal kurz zur Erinnerung. Wir machen ja eine Tagestour, 60 Kilometer. 6 haben wir gleich schon geschafft, 10% der Strecke. Aber das sieht ja aus, da kann man ja auch eine Woche mit unterwegs sein. Da bin ich ja sehr gespannt, was da muss ich mir mal schlau machen, ob da wirklich nur die Regensachen drin sind oder ob da vielleicht noch ein paar kulinarische Spezialitäten dabei sind. Das wird mich natürlich auch begeistern. Ja, und da kommt der Wegbereiter von hinten angeradelt. Hallo. Hier, der Thorsten. Aber hier ist ja schön zum Fahren jetzt hier, ne, im Kanal lang. Ja, das ist super. Wenn ihr jetzt mal guckt, liebe Leute hier, wir mit unseren E-Bike-SUVs, sag ich mal, ne? Dicke Räder hier, dicke Rahmen, die beiden Riso Müllers hier links neben mir, rechts vor mir und hier der Rainer mit seinem Rad oder Erik, oh, muss noch mal fragen gleich, ne? Ich und mein Namensgedächtnis. Ja, jedenfalls hier, das sieht schon ein bisschen nach 70ern für mich aus, hat was von Vintage, finde ich, ne? Ich finde das total klasse. Also das mit dem Selbstgebauten. Ich muss noch mal fragen, Rainer oder Erik? Immer noch Rainer, ja. Rainer war doch richtig. Der erste Gedanke war doch richtig. Also Rainer war richtig, liebe Leute. Und der Rainer hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da geht es aber gar nicht ums Biken hauptsächlich. Großartig. Ich habe nur gesehen, ein Video war auch jetzt mit dem Fahrradumbau, habe ich gesehen. Ja. Und sonst geht es da ums, wie nennt man das? E-Tabak rauchen, hätte ich fast gesagt. Nicht. Ja, also Tabak, also Pfeife rauchen. Pfeife rauchen. Pfeife rauchen, ne? Also, manche denken ja auch, mich kannst du eine Pfeife rauchen, aber bei ihm geht es ums Pfeife rauchen. Von daher verlinke ich natürlich auch hier unter dem Video. Schaut mal bei ihm rein. Gar nicht mal so klein sein Kanal. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier Kilometer 15 an der Hase angekommen und ich habe den Thorsten hier als Streckenbeauftragten sozusagen gerade gefragt, wie der Kanal hier heißt. Und der Jockey dachte direkt hier an YouTube-Kanal, wie der YouTube-Kanal heißt, da kannst du sehen, ne? Wenn so Bekloppte wie wir hier, so positiv Bekloppte, ne, lege ich Wert drauf, wie wir hier unterwegs sind, wie heißt der Kanal? Ja, kommst du nicht drauf, ne? Hase. Ja, der Kanal, der hat doch keinen YouTube-Kanal, die Hase. Nein. Der Kanal. Ich bin immer wieder begeistert, Harry, von deinem Cockpit. Hast du auch einen Autofahrmodus eigentlich, wo man die Beine hochmachen kann? Das wär ja auch eine feine Sache mal, ne? Vielleicht an Hersteller. Ihr schreibt mich ja immer alle an, dass meine Videos so toll sind und ihr mir eure Fahrräder schenken wollt zum Testen. Empfindet doch mal, das gibt es dann als E-Roller wahrscheinlich, wo man nicht treten muss. Also doch keine neue Erfindung, ne? Da war ich noch ein bisschen schneller im Reden als im Denken gerade. Tippitoppi. Dann sag mir noch mal einer, hier Wildcampen ist verboten. Das wird ja direkt hier am See und an dem Fußweg hier sogar praktiziert. Aber das ist ja auch der feine Unterschied, liebe Leute.
Die Frage ist ja, ab wann ist Wildcampen Wildcampen? Ab wann ist Campen Campen überhaupt? Campen ist es nämlich erst, wenn ihr ein Zelt aufbaut, sprich, wenn ein Zelt ist definiert, da muss ein Boden drin sein. Und diese Angelzelte haben halt keinen Boden drin. Und darum ist das kein Campen und damit ist es auch nicht Wildcampen. Ganz einfach. So, jetzt sind wir auch wieder mit typischer Electric Devils Geschwindigkeit unterwegs. Das ist ja wichtig, ne, dass wir Kriterien hier einhalten. 9,6 km/h, eigentlich schon fast ein bisschen zu schnell. So, jetzt geht's, 7 km/h. Das haben wir ja irgendwann mal in den letzten Wochen als Kriterium für Touren der Electric Devils definiert, dass die in der Gesamtansicht nachher, den ganzen Tagesverlauf sieht, Strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit halt nicht schneller sein dürfen, als wir im Durchschnitt sonst auch wandern, wenn wir Wanderungen unternehmen. Und das heißt so um 6 km/h. Und das ist ein gutes Planungsmaß. Dann werden wir heute 10 Stunden unterwegs sein. Dann sind wir um 21 Uhr in der Gaststätte. Ich glaube, wir werden ein bisschen flotter sein heute. Schauen wir mal. Ja, liebe Leute, große Gruppen entwickeln manchmal auch eine Eigendynamik. Und die Eigendynamik hat uns einfach weiterfahren lassen. Und unser Wegbereiter hier, der Thorsten, hat gesagt, nein, wir fahren gar nicht die Strecke, die ich euch geschickt habe, wir fahren anders. Ja, da geht's lang. Am Anfang vom Video, also für euch vor ein paar Minuten, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde das ganz klasse, einfach dieses Gefühl, was man da auslösen kann. Electric Devil, dass wir alle so die gleichen Interessen haben und alle so ein bisschen verrückt in der Richtung sind. Und ich bin natürlich ganz, ganz begeistert, dass viele auch ein Electric Devils Shirt anhaben. Und genau, Electric Devils Shirt, genau, das erste sozusagen. Der Thorsten hat damals das allererste bekommen, was es überhaupt gab. Und der Felix hat so ein bisschen, ja, auch noch andere Farben hier vorne, aber... Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ist ja auch nicht verkehrt. Muss auch mal sagen, ich kenne auch denjenigen persönlich, der dieses Logo entworfen hat. Und von daher finde ich das auch nicht so schlecht. Ja. Ich habe halt auch noch andere Hobbys. Ne? Ja, liebe Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause hier in der Gastronomie vor Ort. Kilometer 20, wird es ja auch mal Zeit, was zu trinken bekommen. Und meine Tasche sichere ich jetzt hier mit meinem Schloss. Das ist extra auch von Falkenthal, passend hier für die Falkenthal Fahrradtaschen. Das kann man ganz einfach halt hier durchschieben. Und dann, genau, zeige ich euch den Code. Habe ich natürlich verpixelt. Wäre sonst nicht so pfiffig hier. Vielleicht mal einen Code zeige. Jedenfalls, so ist die Fahrradtasche halt vor Diebstahl gesichert. Ne? Tippitoppi. Ja, wir haben eine kleine Trinkpause jetzt hier eingelegt, eine kleine Hopfen-Kaltschale genossen. Und jetzt geht es weiter in die Richtung, was das Navigationssystem ja gerade sowieso wollte. Und immer diese YouTuber, sag ich, ja. Guck, dass die beiden nicht überfahre. So. Aber echt herrlich hier an dem See. Das hat schon wieder so ein bisschen was von Urlaub, oder? Da mit den ganzen Leuten. Ja, und wie gesagt, das ist ja die erste Community-Tour sozusagen hier, die wir von den Electric Devils unternehmen, wo halt jeder Devil, jeder, der sich dazugehörig fühlt, mitmachen kann. Man muss da, wie gesagt, keine Mitgliedschaft oder irgendwas eingehen. Einfach sich melden, bei Facebook halt der schnelle Austausch. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr davon unternehmen. Jetzt haben wir ja Oktober 22, wir haben jetzt vor im Frühjahr, dann ist jetzt ja Norddeutschland hier Wahlenhorst, eine mehr im Süden zu machen. Da gibt es ja auch schon Teufelchen, Electric Devils, die dabei sein möchten. Wird jetzt ein bisschen sehr weit war mit der Anreise jetzt hier. Aber dann fahren wir da runter nach Süddeutschland und werden dann mal schauen, dass wir da eine schöne Ecke finden, wo dann die Devils aus Süddeutschland halt die Strecke vorbereiten und dann mal ein Wochenende da unternehmen. Also, wenn ihr Lust habt, dabei sein zu wollen, einfach hier anmelden, kostet nichts. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, mittlerweile festgestellt, auch eine ganz sympathische Truppe, die sich hier heute zusammengefunden hat. Die 15 Personen ist auch jetzt nicht nur Fahrradfahren das Thema oder E-Bike fahren oder auch nicht nur YouTube, obwohl mehrere dabei sind, sondern wirklich so ganz normale
Allerweltsthemen wie überall, Fußball leider auch. Versuche ich mal ein bisschen auszuklammern, dass man nicht so polarisieren wird. Das kann ja auch immer in Streit enden. Aber trotzdem, ganz im Ernst, sehr sympathische Truppe, macht mir richtig Spaß und da freue ich mich ja schon fast auf die nächste, obwohl die erste mal gerade erst angefangen hat. Kilometer 26 mal wieder eine kleine Mettwurstpause. Ja, auch nicht zu unterschätzen, das Thema Ernährung, auch bei so einer ganztägigen Radtour, halt 60 Kilometer, das kann ja auch schon mal an die Kondition gehen. Wir müssen ja auch Akku sparen und können ja nicht einfach nur auf volle Unterstützung fahren. Und darum haben wir erstmal so ein bisschen angehalten hier und ein bisschen Kohlenhydrate getankt. Obwohl ich weiß gar nicht, hat ein Mettwürstchen überhaupt Kohlenhydrate? Irgendwie schon. Ist ein Koch anwesend eigentlich? Ist jemand Koch hier? Nein, ne? Nein. Schade eigentlich, so ein Koch wäre auch nicht schlecht. Und wir haben den Olli, ne? Electric Devils. Also Olli, liebe Grüße von hier nach Moers. Du kannst ja leider nicht dabei sein. Du bist ja unser Electric Devils Ernährungsbeauftragter hier. Koch, Kochen ohne Gas und so weiter. Mittlerweile Kilometer 31, 1 Stunde 49, reine Fahrzeit, aber mindestens genauso lange Pause. Aber es ist ja auch das Tolle, das Nette heute hier, dass man sich nicht unterhält. Und jetzt geht es anscheinend hier Richtung Varusschlacht. Auf jeden Fall eine ganz interessante Tour hier heute. Gibt es natürlich wieder als Komoot-Link, klar, zum Nachradeln. Wie gesagt, 60 Kilometer Rundkurs. Und da, wo wir gestartet sind, ist ja auch ein öffentlicher Parkplatz ohne Parkgebühren. Ist auch ja tippitoppi, ne? Dass man da so stehen kann. Wo kann man heutzutage noch? Und die Gegend hier, ja, klasse. Seht ihr ja selbst, was soll ich sagen. Ja, liebe Leute, jetzt hier der nächste sightseerische Höhepunkt sozusagen. Wir sind jetzt hier am Ort der Varusschlacht angekommen. Wir haben ungefähr vor gut 2000 Jahren ja hier der Römer Arminius mit seinen Legionen gegen Varus gekämpft, gegen die Germanen. Und waren wohl mehrere Legionen, wie gesagt, hier und haben halt verloren gegen die Germanen, gegen den Varus, weil in dem bewaldeten Gebiet ja halt nicht so vorangekommen sind, wie Römer das halt gewohnt waren auf ihren freien Schlachtfeldern. Und wenn man jetzt weiter runterfährt hier Richtung Paderborn, hätte ich gesagt, Richtung Detmold, Teutoburger Wald, da ist ja auch noch das Hermannsdenkmal. Da muss ich auch mal eine Tour unternehmen, da war ich ja auch noch nicht unterwegs mit dem Rad. Das unbedingt mal machen, hier in Ostwestfalen. Und jedenfalls jetzt hier gucken wir uns, hier nichts an. Also es gibt hier nichts zu sehen, aber sind jetzt ja am historischen Ort des Geschehens sozusagen. Also gibt ja schon was zu sehen, ist auch ein Museum und alles, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Ja, bisher hatte ich auch überhaupt keine Reichweitenangst hier. Warum auch, ne? Alles flach, 30 Kilometer, kaum Akku verbraucht. Aber jetzt hier, liebe Leute, guckt mal hier. 13% Steigung. Da geht es ans Eingemachte. Und ich habe den Turbo an, volle Unterstützung. Aber es ist trotzdem fast schon anstrengend. Na, nicht wirklich, war ein bisschen gespielt jetzt. Harry, wie ist es für dich? Hast auch Unterstützung drin, ne? Klar. Dafür ist er doch da. Dafür haben wir das Rad ja auch gekauft. Dass man gerade in solchen Situationen ordentlich unterstützt wird und im Flachen kann man auch mal gerne so radeln. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier am Fenner Aussichtsturm. Muss natürlich rauf, ne? Die Aussicht hier genießen. Fängt auch gerade passend an zu regnen. Da gibt es bestimmt eine ganz besondere Aussicht. So, Bodycam auch noch eben einschalten. Und dann geht's hier rauf.
ja schon fast außer Puste hier. Und seht ihr mal die Electric Devils von oben. Guten Tag. Guten Tag. Das ist, wenn man nur ein Handy dabei hat. Und natürlich eine herrliche Aussicht. Auf den Osnabrücker Land auf jeden Fall. Und ich glaube auch ein bisschen Teutoburger Wald, aber ich glaube, es fängt an zu regnen. Schön auf die Linse, da kann man es ja was. Da kommt der Voller auf. Bobo? Hast du das eine Frage gestellt? Hat er eine Frage gestellt, ob ich das hier rauf geschafft habe? Unser Little Mammut. Ja, liebe Leute, wo ich ja immer für zu haben bin, ist hier so eine regionale Selbstversorgung. Biohofladen Bünte, 600 Meter. Aber Samstagnachmittag nach 14 Uhr, die meisten haben da ja zu, ist ja auch verständlich. Ne? Am Wochenende ist ja dann ein landwirtschaftlicher Betrieb, die nebenbei noch so einen Laden in der Regel machen. Und da bin ich ja schon dankbar, dass es die überhaupt gibt. Aber vielleicht haben die einen Automaten, ne? Das wäre ja ganz spannend. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Und da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt erstmal hier eine kleine Pause. Schutzhütte gefunden. Und ja, Regen will ich das nicht nennen, ne? Das ist ein bisschen flüssiger Sonnenschein. Ja, mittlerweile auch hier die Nicole zur Gruppe gestoßen hat, Feierabend. Die Frau von unserem Wegbereiter hier, von Thorsten. Oder Guide sagt man ja, ne? Guide sagt man auf Englisch und ich sage jetzt mal Wegbereiter. Er hat den Weg vorbereitet. Ich finde, Wegbereiter ist so eine passende Umschreibung, ne? Darum Wegbereiter. Ja, schade, direkt an dem Hofladen kommen wir jetzt nicht vorbei. Da wärst du gerade links abgegangen. Aber ist dann so, ne? Ein andermal. Das ist heute die erste Radtour, auf der ich auch meine neue Softshelljacke hier anhabe, die auch regendicht ist. Ihr habt mir ja mal öfter schon kommentiert, warum ich denn immer auch im Herbst oder dunkle Jahreszeit mit meiner schwarzen Autojacke rumfahre. Ja, habt ihr ja auch recht. Jetzt habe ich eine orange. Und wie man hier sieht, die Kapuze ist auch so groß, dass die wirklich über den Helm passt. Wirklich ganz praktisch. Und ist auch schön warm. Jetzt, wo es so ein bisschen schmuddeligeres Wetter ist, dass der Hals halt auch nicht kalt wird. Das macht mir auch unangenehm, ne? Wenn man dann die ganze Zeit kalten Wind in den Nacken bekommt und dann einen steifen Nacken kriegt. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, filme ich ja mit meiner neuen Kamera, mit der GoPro Hero 11. Und ich hoffe, es wird auch was. Ich habe die gar nicht groß ausprobiert vorher. Aber ihr werdet da schon schlauer sein, weil das Video läuft ja schon ein paar Minuten. Und die alte Kamera, in Anführungsstrichen, die Hero 9, habe ich jetzt hier in meinem Brustgurt eingelegt. Und da habt ihr gerade schon gesehen, ist ganz praktisch, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, wo die Hände definitiv an Lenker gehören. Sonst würde ich hier auch nicht so runterfahren mit den hohen Geschwindigkeiten. Da ist das ganz praktisch, ne? Dass man trotzdem filmen kann und mit der Körperbewegung halt auch ein bisschen noch die Richtung festlegen kann, wohin man filmt. Oder wie ich sagen würde, tippitoppi. Ja, bei diesem grauen Wetter, sag ich mal, hier ist mir gerade mal aufgefallen. Wenn ihr mal schaut, dass ihr die beiden Herren hier vor mir super zu erkennen, mit ihren Regenjacken neongelb. Gar kein Thema, fallen sofort auf, auch im Straßenverkehr. Wenn ich jetzt mal vorne gucke, der Markus, der hat ja eine voll reflektierende Fahrradtasche, auch eine voll reflektierende Fahrradjacke an. Aber hier, wo es eigentlich noch hell ist, wo es noch gar nicht dunkel ist und nichts zu reflektieren gibt, ist das doch genau Straßenfarbe eigentlich. Ne? Also gar nicht so gut sichtbar. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich mit meiner Jacke da liege.
Also ich habe es ja nicht als Sicherheitsjacke gekauft oder als Radstraßenverkehrsjacke, sondern als Outdoorjacke, nämlich auch zum Wandern. Die soll man vor allem warm halten und trocken. Und das würde ich mir bei richtig nebeligem Wetter oder sowas auch noch eine Warmweste drüber ziehen. Aber ich glaube, so gut zu sehen ist die jetzt auch nicht. Ne? Also ich bin auch jetzt so wie der Radweg wahrscheinlich. Ne? Radweg rot. Ja, mal gucken, dass ich hier nicht unter die Räder komme. Ihr seht ja auch schon, meine Brille ist schon ein bisschen nass. Und das Sichtfeld dementsprechend mich als Brillenträger auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Ja, liebe Leute, Kilometer 43 jetzt. Hier machen wir mal eine kleine Pause, kleinen Schutzstopp hier unter den Bäumen. Und der Thorsten hat festgestellt, die Nicole ist ja gerade erst zur Gruppe dazugestoßen, nach 5 Kilometern seine Frau schon wieder verloren hat. Er weiß nicht, wo sie ist. Und wahrscheinlich werden die irgendwo angehalten sein, was filmen. Wollen wir mal nicht hoffen, dass irgendwas passiert ist. Aber jetzt fahren wir mal eben zurück, gucken. Ah, da sind sie ja. Wir dachten schon jetzt, dass was passiert ist. Aber zum Glück, sie haben sich nur Regensachen angezogen. Alles klar, alle wieder da. Ist das richtig? Ja, das Wetter hat sich so ein bisschen eingeregnet jetzt. Wir sind jetzt wieder weitergefahren, haben noch ein bisschen gequatscht zu lange. Jetzt haben wir den Anschluss verpasst sozusagen hier. Jetzt haben wir eine eigene Gruppe gemacht. Ja. Okay, ciao. Aber zum Glück hat Nicole ja gute Verbindungen zum Reiseführer. Von daher geht es jetzt auch in die richtige Richtung. Ich bin einfach falsch abgebogen. Ne? 50-50 Chance, nächste nix. Ja, nicht nur, dass wir falsch abgebogen sind, die anderen fahren auch richtig flotten Reifen hier da hinten. Aber wir sehen sie ja schon. Dann geht es auch schon so langsam jetzt nach Kilometer 46 auf die Zielgerade der Tour hier. Ne, der Thorsten hat gesagt, wir kürzen das ein bisschen ab, weil das ja mit dem Wetter halt nicht so ganz angenehm ist. Also mich persönlich stört das gar nicht so. Ne? Ich finde das ganz schön mit der Gemeinschaft, dass wir unterwegs sind. Schon viele nette Gespräche geführt hier mit den Leuten, die teilnehmen heute hier an unserer ersten Electric Devils Community Tour. Und ja, muss ich mal gucken, ein bisschen auf den Straßenverkehr achte. Da geht's lang. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir von hier oben einen wunderschönen Blick über Osnabrück, da im Hintergrund. Und da hinten scheint auch ein bisschen die Sonne, ne? Guck mal, ist gar nicht so regnerisch wie hier gerade. Wie heißen die Zeche hier? Piesberg. Guck mal, haben wir die Frage selbst beantwortet. Wir sind gerade auf den Piesberg gefahren hier, das ist die Zeche Piesberg. Und trotzdem das Wetter jetzt doch sehr regnerisch umgeschlagen hat, doch alle noch wirklich gut gelaunt dabei. Und wir freuen uns aber natürlich schon jetzt gleich auf die Gaststätte. Gucken, was Nicole und Thorsten uns da ausgesucht haben, dass wir noch hier einen schönen Ausklang des Tages kriegen nachher der Tour. Hier der André ist ein ganz vorsichtiger, der schließt erstmal alles hier ordentlich ab. Hat auch Alarmanlage am Fahrrad, alles dran. Hast du nicht? War es jemand anders? Irgendwer hat schon gepiept vorhin. Und ich glaube, der Gelegenheitsdieb, der jetzt hier vorbeikommt, der ist völlig überfordert mit der Auswahl, wenn er das Wertvollste aussuchen möchte. Das wäre für mich jetzt auch schwer zu bewerten, wer hier am meisten Euros in sein Rad investiert hat. Ich denke mal, die Riese- und Müller-Fraktion wird das sein. Ja, ist ja auch egal. Ne? Ich gehe jetzt erstmal hier Kaffee oder ein Kaltgetränk einnehmen. Thank you.
Ja, liebe Leute, das war jetzt mal zum Aufwärmen und ein bisschen Stärken hier der kleine Kaffee- und Kuchenstopp bzw. Frikadellen- und Erfrischungsgetränkestopp, je nachdem, wie es beliebt. Und jetzt geht es weiter hier, die letzten Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie lange die Tour noch dauert. Wir sind jetzt bei Kilometer 52. 60 waren ja angesagt, aber irgendwo haben wir abgekürzt wegen dem Wetter. Da schauen wir mal, wo wir gleich landen hier. Und mittlerweile ist es zum Glück aufgehört zum Regnen. Alles schon wieder startklar zum Endspurt. Und hier an dem Museum, in dem wir gerade Kaffee trinken waren, gibt es auch eine Feldbahn. Da werden auch Fahrten unternommen. Aber dann wohl eher im Sommer. Auf so einer Museumsbahn heißt das dann wahrscheinlich, ja, ne? Strecke hier. So, und hier wohnt der Thorsten, der die Tour geplant hat hier. Ja. Schön hast du es zu Hause. Ja, ne? Schickes Häuschen, ne? Ja, definitiv. Das ist der Stüveschacht, ist das. Der Stüveschacht, ja. Also auch altes Bergwerk. Ja, genau. Der Stüveschacht. Ja, dann nochmal liebe Grüße von hier an Olli ins Ruhrgebiet, der heute nicht dabei sein kann. Der alte Bergmann, sag ich mal. Bergmann, also alt ist jetzt ja nicht altersbezogen gemeint. Unser Electric Devils Ernährungsbeauftragter und... Ja, wie gesagt, alter Bergmann, wir gucken uns mal den Stollen hier an. Das ist rentiert zu kaufen. Ja, also richtig runter in den Schacht kann man nicht. Ich habe mich jetzt auch gewundert, ne, wenn man da einfach so von draußen ohne Aufsicht, hätte ich was gesagt, da rein kann. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, sowas. Aber trotzdem interessant, ne? Ich verbinde Bergbau ja hauptsächlich immer mit dem Ruhrgebiet. Ne? Das kommt das erste, wenn mir einer sagt hier Bergbau, würde ich sagen, ja, Ruhrgebiet. Und aber hier im Großraum Ibbenbüren, dann hier der Ort, wo sind wir hier? Rulle? Ne, wie heißt das hier? Piesberg, ist aus Osnabrück schon, oder? Also wir sind hier Lechting-Wallenhorst, so die Ecke. Lechting, also doch Wallenhorst. Dann auch halt Bergbau. Doch interessant, ne? So lernt man doch immer wieder dazu. Ich zumindest. Ja, liebe Leute, und den Markus, da habe ich ja schon länger im Auge jetzt hier heute. Wegen den Taschen hinten drauf, das habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Interessiert mich ja, was er da alles drin hat. Oben drauf sieht für mich aus wie ein Grill quer. Würde ich mir da reinpacken jedenfalls. Aber bei dir ist das wahrscheinlich hier Regensachen, denke ich mal. Ja, Regensachen. Warme Jacken habe ich noch zwei mit. Ja. Jetzt habe ich sie fast alle an. Ja. Ein Klappstuhl, Klapptisch. Ah, okay. Erste Hilfe-Kasten, ja. Werkzeug. Ist ja gar nicht so verkehrt. Der Klappstuhl, Klapptisch, falls ihr das nicht versteht mit der Akustik jetzt hier mit dem Mikrofon. So, wir müssen einmal links abbiegen, dass ich nicht unter die Räder komme, sondern auf dem Rad bleibe. Das ist ja auch so ein bisschen bei einer größeren Gruppe sind jetzt 16 Personen. 16 Personen, gar nicht so ohne. Obwohl wir schon als geschlossener Konvoi fahren können, ne? In 8x2 nebeneinander, dürfen wir auf der Straße fahren, müssen nicht mehr auf dem Radweg fahren und man darf uns nur insgesamt überholen, wenn wir so als Gruppe fahren würden. Aber anderes Thema, ich war bei den Taschen stehen geblieben. Ja. Die sind ja aber echt, da passt eine Menge rein, glaube ich, ne? Ja, passt eine Menge rein, ja. Und hast du auch schon mehrtägige Tour mitgemacht? Ein Wochenende. Drei Tage. Also noch richtig neu das Ganze. Schon die zweite. Die erste ist schon durchgerutscht. Ah, aber ist wasserdicht ist das alles ja auch, ne? Relativ. Weil ich habe meine Haberland Lenkertasche, die hat der Felix von mir heute, meine Haberland Lenkertasche, und die ist halt nicht wasserdicht. Da habe ich mir irgendwann die von Alltip gekauft. Aber ich finde das immer interessant, so andere Systeme, die man nicht selber hat oder kennt. Man ist immer so fixiert auf die eigenen Sachen, es gibt auch noch schöne andere, ne? Wenn man sich sein Rad jetzt mal genau anguckt, das ist ja vorne auch ein bisschen länger als meins zumindest. Das ist ja schon so ein richtiges SUV, habe ich gerade schon mal gesagt. Und habe ihn auch gefragt, weil ich habe ja schon mit meinem Problem, beziehungsweise Peter mit seinem Riso und Müller auch, Problem in Anführungsstrichen, das auf dem Fahrradträger am Auto hinten drauf zu kriegen. Einfach weil die Räder so weit auseinander sind bei den großen Fahrrädern. Und er sagt auch, das ist bei ihm auch ein Problem halt, ne? Bei den Standard-Fahrradträgern und bei meinem auch. Ich habe den Übler.
Fahrradträger. Und da kann man nichts ausziehen. Das sind keine Schienen. Früher hatte ich so einen ganz billigen. Da konnte man auch so Schienen ausziehen, das Ganze anpassen. Das ist bei dem jetzt nicht mehr. Klappt man aus und fertig. Das ist dann so, wie es ist. So. Habt ihr da auch Probleme mit? Oder interessiert euch, dass wir euch mal ein Video machen? E-Bike-Transport am Auto? Dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Dann machen wir das gerne. Weil dadurch, dass wir jetzt ja öfter unterwegs sind mit verschiedenen Leuten halt, dass ich die Tour mit meiner Frau mache, mit dem Radträger oder Peters Radträger oder meinen, verschiedene Sachen halt, haben wir halt auch verschiedene Ansprüche und Herausforderungen. Ich blende mal eben ein Foto ein von der Fahrt hier hin heute Morgen. Ich muss nämlich regelmäßig jetzt meinen Sattel demontieren. Das passen unsere beiden Räder nämlich nicht zusammen auf Peters Fahrradträger. Ja. Sonst haut sein Lenker, seine Bremse mir immer einen Sattel. Und darum ist immer ein bisschen Bastelstunde vor der Fahrt und vor dem Start angesagt. Ja, das waren jetzt knapp 58 Kilometer hier heute bei der Tour. Wir lassen den Abend jetzt auch schön ausklingen gemeinsam hier in der Gaststätte zur Post hier in Wallenhorst. Da haben Nicole und Thorsten halt reservieren lassen, Tisch für uns, da wird noch lecker was gegessen. Und da freue ich mich drauf, noch wieder nette Gespräche führen mit den Teilnehmern unserer ersten Community-Tour hier heute von den Electric Devils. Und wenn ihr auch Bock habt, mal dabei zu sein, wie gesagt, guckt in die Videobeschreibung. Facebook-Link, ihr müsst auch nicht mitfahren. Wenn ihr einfach nur Interesse habt oder euch selbst mal da vorstellen wollt, einfach ein Teil davon sein wollt, das Gefühl mit uns zusammen haben, Electro Devil zu sein, die gleiche Interesse habt, dann meldet euch da an. Kostet ja alle nichts, ne? Ist einfach nur ein Austausch. Und wir tauschen uns jetzt hier direkt aus. Ich bin begeistert, hat richtig Spaß gemacht, auch wenn das Wetter ein bisschen mehr flüssiger Sonnenschein war heute hier als echter Sonnenschein. Ich glaube, man kann mich verstehen, ist ja eine Hauptverkehrsstraße. Aber das soll wohl funktionieren, jedenfalls. Sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich gleich mal zu Wort komme. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, gerne auch den Kanal abonnieren. Und schaut die Videobeschreibung, die Kanäle der anderen, die dabei waren natürlich. Und die Videos verlinke ich dann zu den Zeitpunkten, wo es fertig ist. Und die Tour zum Nachfahren bei Komoot, den Link habe ich ja. Ist noch ein bisschen mehr drin als das, was wir heute gemacht haben. Das nette Teil ist noch mit bei. Haben wir jetzt gespart wegen dem Wetter. Ich denke, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Slobo. Tschüss. Gucken alle, ja.